Wer gerne Techno hört, wird auch eine Rumble Kick kennen. Für die Leute, die keine Rumble Kick kennen. Eine Kick, die rumbelt. Wenn man dazu noch einen kleinen Beat hat. Ja, also ich sehe mich jetzt hier schon in dem nächsten Club stehen. Und wie wir diese Rumble Kick hier herstellen, das kriege ich heute ohne externes Plugin, alles nur in FL Studio und alles easy peasy. Wir haben einmal die Möglichkeit, hier in Channel Rack reinzugehen. Da seht ihr schon, wie ich hier quasi eingezeichnet habe. Wir können das quasi auch mehr machen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir machen das weg mit rechter Maustaste und wir können quasi hier drauf gehen. Fill each 4-Step. Wenn wir zum Beispiel 2 machen, dann so und dann hier, zack. Das nennt man auch 4 on the floor, dieses Pattern hier. Das nehmen wir. Dann haben wir... Und mehr brauchen wir eigentlich nicht. Wir können auch verschiedene Kicks ausprobieren, indem wir hier Packs und dann Drums und dann gehen wir hier in den Kick-Ordner rein und dann haben wir hier verschiedene. Wenn wir das hier auswählen und grün markieren und dann hier auf eine Kick gehen und dann mittlere Maustaste drücken, also bei mir ist das Mausrad, dann können wir auch die verschiedenen Samples austauschen, ohne die immer rüberziehen zu müssen. So geht es halt viel schneller und dann gucken wir einfach mal, was uns gefällt. Es gibt hier unten auch ganz viele Minimal Kicks, die haben nochmal auch ordentlich Wumms dahinter. Junge, also die gehen schon teilweise in Industrial und schon fast Hardstyle rein. Ja, bleiben wir mal hier oben, was hatte ich vorher? Die finde ich schön düster, let's go. Dann haben wir einmal FPC1 Kick hier. Dann gehen wir hier auf den ersten Master Channel. So, dann haben wir hier den ersten. Dann, was packen wir da erstmal drauf? Also wir machen jetzt erstmal hier alles weg, damit ihr nicht verwirrt würdet. Und dann haben wir einfach hier unsere Kick, wie sie lebt und lebt. Da habe ich jetzt schon mal ein paar Effekte drauf gepackt, und zwar den Effektor. Den hat der schon bei FL Studio mit dabei, wie schon gesagt. Und da habe ich einfach ein bisschen Distortion reingepackt. Das ist einfach ein bisschen, wenn wir es bypassen. Es ist einfach ein bisschen Verzerrung, das müsst ihr nicht unbedingt machen, das ist einfach mein persönlicher Geschmack, aber es ist etwas, was ihr machen könnt. Gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Charakter. Dann drücken wir hier einmal drauf und nehmen das hier weg. Das bedeutet, dass das Audiosignal jetzt quasi hier rüber geleitet wird. Dann haben wir hier nämlich unseren Send. Wir können das auch kurz einmal übernehmen, das ist halt Rumble, Send, und da kommt jetzt unser Rumble her. Wir haben jetzt nur noch unser Rumble-Signal hier. Das habe ich auch schon hier weitergeleitet. Das ist jetzt erstmal unwichtig. Wie machen wir unser Rumble? Ja, wir haben hier schon, also ihr seht, dass ich ein paar Dinge ausprobiert habe. Man kann verschiedene Dinge machen. Wichtig ist im Moment eigentlich, damit ihr das Signal hinbekommt, ist Reverb. Reverb, dann übernimmt ihr diese Einstellung hier und dann halt Dry ganz runter. Das hat also, dieser Reverb-Send ist halt quasi nur der Hall dann. Da ist halt kein Dry, ist das ursprüngliche unbearbeitete Signal von der Kick. Das wollen wir nicht haben, das drehen wir ganz runter. Aber dafür halt das Signal mit dem Hall nehmen wir ganz hoch. Also wenn wir quasi wählen müssen, wie viel Prozent vom normalen und vom bearbeiteten Signal nehmen wir. Hier wollen wir nur das bearbeitete Signal haben. Wir drehen das auch hier auf, weil die Bassfrequenzen halt sich am besten anhören in Mono. Da drücken wir auch hier quasi die Stereo-Separation ganz auf diese Seite. Und dann haben wir auch unser Low-End weiter in Mono und haben dann nicht so einen verwaschenen Mix. Und das hört sich dann später nochmal besser an. Dann haben wir hier die verschiedenen Einstellungen und das könnt ihr quasi so übernehmen. Ihr könnt auch verschiedene Sachen, hier zum Beispiel auch mit Decay könnt ihr rumspielen. Ich mag es zum Beispiel, wenn es so ein bisschen ausklingt, deswegen ist auch Decay ein bisschen niedriger. Gut, dann haben wir das. Dann haben wir einmal Kickstart. Kickstart ist halt nichts anderes als ein Sidechain-Programm. Sidechain bedeutet quasi, jedes Mal, wenn die Kick kommt, dann wird das Audiosignal davon ein bisschen kompresst und ein bisschen runtergedreht und macht quasi Platz frei für das andere Signal. Also jedes Mal, wenn die Kick reinkommt, hat sie dann quasi Platz und direkt danach wird das Audiosignal wieder automatisch hochgedreht. Ihr habt jetzt wahrscheinlich alle keinen Kickstart und ich habe ja gesagt, wir machen das alles nur in FL Studio Only. Das ist nämlich gar kein Ding. Kickstart, da wird es demnächst übrigens auch noch ein Gewinnspiel geben von 3 Lizenzen. Da habe ich schon das Okay von bekommen von Cable Guys. Aber wir haben ja auch natürlich noch Grossbeat. Grossbeat hat zum Beispiel auch hier eine Sidechain-Funktion. Wenn wir zum Beispiel hier Sidechain auswählen, das ist direkt an der ersten Seite. Wir machen jetzt einmal wieder zurück. Okay, ja, geil. Das hier können wir noch anpassen, wie wir wollen. Diese Kurven zum Beispiel.
Also ich höre direkt den Unterschied und das können wir natürlich halt je nach Kurve dann anpassen. Und wir können natürlich noch extra Punkte hier reinzeichnen, wie wir lustig sind. Ich werde es jetzt erstmal so lassen. Einfach dem ist halt auch das Signal wird erstmal runtergegangen und dann wird es halt langsam wieder geöffnet. Gut, so viel dazu. Dann haben wir einmal hier Gross Speed und dann haben wir noch den Parametric Equalizer 2. Da haben wir einmal die Höhen rausgeredet mit 7. Wie, also das wird wahrscheinlich, wenn ihr das macht, wird es wahrscheinlich halt hier oben so eine kleine Kurve haben, halt genau dasselbe hier unten. Und halt die Frage ist, warum ist das bei mir nicht so? Warum habe ich halt so einen genauen Uncut? Da habe ich einfach Rechtsklick drauf gemacht, Type und dann Low Pass. Das könnte ich alles auch noch mit Type und High Pass machen. Wo ist es da? Dann seht ihr auch, dass halt hier so eine Kurve ist. Aber wir wollen natürlich einen Low Pass. Low Pass bedeutet, die Lows, die passen. Gut, dann haben wir das so. Und dann können wir das ein bisschen einstellen. Dann haben wir halt noch für die Höhen freien Raum. So, das könnte man sogar noch ein bisschen extremer machen. Dann haben wir ein bisschen unser Rumble. Gut, dann haben wir das. Ich mag noch verschiedene Sachen machen, aber ich zeige euch jetzt erstmal, dass wir es zu Ende kriegen. Jetzt haben wir quasi das und dann mag ich das beide. So, dann nennen wir das hier Kick Bass. So, ich mag es nämlich, das Original Kick Audiosignal. Das nehmen wir jetzt nochmal. Kick. Das geht jetzt in den Rumble rein und dann in noch einen separierten Channel. Und dann Rumble Send, das geht dann auch nochmal in diesen Channel. Also hier trifft sich dann beides wieder von diesen Audiosignalen. So, da einmal und da. Und dann haben wir am Ende wieder alles. Ich mache das so mit den Send-Kanälen, weil ich dann hier, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Kick runterdrehe, dann bewirkt das quasi auch die Lautstärke von Rumble. So, und dann, wenn ich allerdings hier Rumble runterdrehe, dann bewegt es nur halt nur die Lautstärke von dem Rumble. Und wenn ich dann hier das runterdrehe, dann hat das halt beides. Das heißt, es hat noch ein bisschen mehr Kontrolle. Im Endeffekt haben wir dann hier nochmal die Möglichkeit, auch beide Audiosignale zu bearbeiten. Dann hier habe ich dann zum Beispiel noch einen Destructor drauf. Das kann ich einmal machen. Destructor halt auch bei FL Studio mit vorhanden und ich finde, da kann man den Kick und sowas halt nochmal extra Flair geben. Ja, ihr seht, was ich meine. Da kann man sich auf jeden Fall austoben und am Ende habe ich halt auch einen Softclipper, der sorgt einfach nur dafür, dass wir halt nicht übersteuern. Ganz easy, einfach so eingestellt. Der sorgt dann dafür, dass wir nicht übersteuern. Habe ich auch übrigens bei der Kick. Bei der Kick habe ich halt schon gesagt, die Effekte, Rumble. Hier können wir zum Beispiel auch noch verschiedene Effekte machen. Wir können unter anderem mit Delay 3 arbeiten. Delay halt quasi einfach hier Delay Time runtergemacht. Dann zeige ich euch das mal kurz, was das bewirkt. Damit können wir quasi den Rumble noch so ein bisschen ausfüllen, wenn wir noch Reverb drauf machen und dann Grossbeat. Dann ist so drin, 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 so ein bisschen so ein Tremolo hat es dann auch drin. Das ist Geschmackssache, muss man nicht machen, war jetzt gerade nicht so mein Ding, aber kann man machen. Mit einem Destructor kann man halt wieder auch Effekte drauf machen. Dann halt in diesem Fall nur auf den Rumble, deswegen halt auch die mehr Kontrolle hier. So viel dazu, das ist halt die Rumble Kick und dann halt noch wieder den Equalizer nicht vergessen und schon haben wir eine Rumble Kick und das klingt dann im Zusammenhang so. Okay, jetzt habe ich da. Easy peasy, ich hoffe, ich konnte euch helfen und ciao ciao.